geht? Ich bin Meltra. Und ich bin Sarah. Und willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute wird nicht gekocht. Nee, aber es gibt wieder Alkohol, Leute. Das geht ab. Wir präsentieren euch heute ein Cocktailset von Limento. Das ist eine Box, die kann man bestellen im Abo oder ihr bestellt bloß so. Das ist eine Barschule aus Freiburg und da kann man selber Cocktails machen. Genau. Und wie das geht? Haben sie nämlich die Box zur Verfügung gestellt und deswegen haben wir gedacht, zeigen wir euch das heute einfach mal. Kommt mit! Hallo! Hallo! Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist die Box, die man bekommt. Da steht auch nochmal Mittel. Genau! Und wir packen das jetzt mal für und mit euch aus. Erstmal machen wir hier dieses schöne Ding ab. Das Label. Tschüss. Zeig's nochmal. Tschüss. Auch im Abo erhältlich. Und zwar haben wir heute hier für euch die Sunshine Box. Genau, es gibt verschiedene Boxen zur Auswahl mit verschiedenen Cocktailinhalten. Sarah, erstmal haben wir hier ganz viel Sauerkraut. Du, der Ostern ist doch schön vorbei. Das stimmt. Was ist denn hier ist nochmal Werbung von der Schule. Verlinken wir euch natürlich in der Infobox. Oha. Wo tue ich denn das hin? Ja, gib mir mal her. Nimm das mal. Oh, okay, da sind mal ganz viele kleine Flaschen drin. Wir vermuten, es ist Alkohol. Vermuten wir auch. Gin haben wir hier. Blue Curaçao. Tequila Silber. Pfirsichlikör. Was ist denn das hier? Das will ich mal rausholen. War das mal was Frisches? Das sieht aus wie... Nee, das sah schon so aus. Das sieht das aus. Ananas? Das sieht aus wie ein Chitnagepilz. Ja, eben, deswegen da schon gerade Cocktail mit Pilzen. Strange. Ich werde lieber frisch als eine echte Zitrone. Wow! Leute, es geht noch weiter, das hört man nicht. Ich mach mal den Strohballen raus. Oh Mann. Wow! Ananassaft? Mhm. Noch mehr Ananassaft? Nee. Orange. Orange. Von so einem lustigen Mann. Franz Josef Rauch, wer kennt ihn nicht? Grüße gehen raus. Oh, Franz Josef macht auch Cranberry Aronia. Grüße gehen raus an Franz Josef. Hier ist sogar der richtige Schlagzeug. Das ist aber nie ohne hier, dass ihm der Bauch wehtut. Naja, so müssen wir durch, noch als Lorsch. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Mann. Maracuja-Sirup. Wer soll denn das alles trinken? Naja, wir das halt alles. Ja, klar. Geil. Was haben wir denn hier? Kokossirup. Wow. Ist immer was drauf? Ich hole mal das hier, das sieht interessant aus. Cola-Sirup. Leute, es wird spannend. Heißer rum. Guck mal, Entschuldigung, weißer. Wie wenn du ein Obdachloser bist und auf der Straße die Eisbein gehen. Hier, warte, der muss noch vorher so hier. Nicht lang. Schnacken, Kopf in Mann. Ein Mackenfall. Oh, ich glaube, Leute, das war's. Und ja. Ich glaube, die Karten sind doch die Rezepte bestimmt, oder? So. Nicht bloß Werbung. Wir gucken noch mal genauer drauf. Genießer oder Gönner. Jeden Monat 4-8. Oh, guck mal. Du hast es vergessen. Oh. Triple Sec. I don't know, but it sounds nice. You know? Stimmt, wir haben sogar einen Abo-Code für euch. Zeig ich euch. Leute, den schreiben wir in die Info. Leute, passt mal auf. Wir haben hier einmal für euch. Long Island Iced Tea. Mag ich nicht. Wie ich sage auch gerne. Die aus wie Elbwasser schmeckt mein auch Gott. Besser. Oh mein Gott. Swimmingpool. I love swimming. Swimmingpool. Wenn wir in unser Stammrestaurant gehen. Ja. Grüße gehen raus ans Kino. Da ist es immer Swimmingpool. Auf jeden. Und warte, das zweite Highlight ist Pina Colada. I love Pina Colada. Das ist echt cool gemacht. Hier hinten stehen dann die Rezepte drauf, wie man das tut. Weil wir wissen ja nie, wie es geht. Wir und sind ja nur die Konsumenten normalerweise. Dann haben wir hier noch eins. Sex on the Beach. Wow. Und das alles mit den ganzen Sachen, die hier in dem Paket drin waren. Wow, Leute. Wenn ihr wissen wollt, wie die schmecken und wie die aussehen. Ich bin total gespannt. Dann müsst ihr jetzt mitkommen in unsere Cocktailschule. Hallo. Hallo. Jetzt sind wir in der Küche und wollen mal anfangen. Cocktails kann man nämlich auch in der Küche machen. Genau. Ich habe jetzt hier Swimmingpool. Wollen wir damit einfach mal anfangen? Sichi. So, dazu braucht man Wodka. Wodka, war da hier sowas Großes? Ne, das ist doch rum. Wodka. So sieht er aus. Da brauchen wir 3 cl. Was steht denn auf der Verpackung drüben? 100 ml. Das ist jetzt kompliziert. Aber vielleicht gibt es ja noch eine kleine Wodka-Flasche.
Nee. Tja, dann müssen wir das irgendwie herausfinden. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir raus. So. Wir können das abwiegen. So, als nächstes brauchen wir Rum. Weißer? Jo. Dann brauchen wir Kokossirup. Und Blue Curaçao. Curaçao. Genau. 6 cl Ananassaft. Ach, geht noch weiter. Hier. Und dann brauchen wir noch Säune. Wo ist denn die? Ja, wo sind die hin? Die ist weg, aber die wollen wir gleich. Also, wir haben jetzt eine Waage genommen und einen Messbecher. Da wir nicht so ein Ding haben, das macht also aber nicht. Also, wir haben hier so ein Glas, aber wir wissen nicht, wie viel cl das sind. Ich glaube, es sind 4, aber... Ich glaube nicht, weil das nämlich 40 Milliliter wären. Und da passen... Das wird knapp. Also, wir brauchen jetzt... 40 Milliliter? Weil 3 cl 30 Milliliter sind, umgerechnet. 30 Milliliter. Na dann, du machst wieder zu viel, nein. Oh. Fein. Ja, wie viel? Vom weißen Rum? Oh, nochmal so viel. Das wird was ganz Feines hier. Wir haben doch auch zwei Strohhalme, da können wir uns das so teilen. In einem Shaker. Eis haben wir ohne. Doch, haben wir. Zum Lecken. Verschüttet das nicht. So, jetzt haben wir das aber. Soll ich mal was reinmachen? So, 20 jetzt? Kokos. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Oh, oh, was kommt jetzt rein? Blue? 20 Blue. Das kannst du, glaube ich, so nehmen. Ja, das kann alles. Oh, das sieht nett aus. Guck. Ja, ja. Jetzt kommt 60 Milliliter für Ananassaft rein. Muss man das dann mit einem... Da haben wir einen Löffel oder so. Mit einem Pürierstab machen? Dann wird die Sahne steif. Okay, entschuldige. Die Waage ist ausgegangen. Na, super. So, 60 vom Ananassaft. Das war 69. Und 20 von der Sahne. Gib mir meine Schere. Ich will das reinmachen. Gib mir meine Schere. Leute, wenn ihr eine Schere benutzt, wisst ihr, was dann das Wichtigste ist? Das ist die Schere rosa. Ich will die aufschneiden. Das hat geklickt. Bitte machen wir jetzt 20 davon rein. Ja, warte. Oh, das sieht schön gut aus. Noch wie ein Swimmingpool. 20? Ja. Also bis zur 9. Ja. Ui, das war vermutlich. Gut. Ich mach mal ein bisschen Eis raus für uns. Nö, ich rühr mal um. Ja. Mit alle Zutaten außer dem Blue Curaçao. Also, Tipp für euch zu Hause, das Rezept auch vorher durchlesen. So, gieße ich das mal auf. Ein bisschen wie eine Wiese aus, ne? Oh, hübsch ist er! Ja! Da können wir leider jetzt noch... Guck mal! Haben wir hier zwei Strohhalme aus Pappe, natürlich. Du kriegst einen Rösern. Danke. Kosten wir den jetzt sofort? Naja, wir müssen ja die anderen weitermachen. Ach so. Den kosten wir. Dafür machen wir kleine Räume. Ja. Der schmeckt wie so genial. Ein bisschen stark. Hui. Boah, aber hallo. Gut. Hui. Hui. Kleiner Schluck mehr. Machen wir noch gleich mal weiter mit der Party. Ja. Weg mit dem Swimmingpool. Jetzt geht's weiter mit Pina Colada. Und... Au! Mein Arsch hat die Tür umgehört. Okay. So. Warum?
das ist so schlimm, wenn man, also bitte, Leute, trinkt kein Alkohol. Okay, also ihr wisst, was damit passieren kann. Ich bin auch nur ihre Betreuerin. Der Schlüssel zu meinem Herzen. Bitte, bring mich doch. Okay. Oh, da geht's. Ganz einfach, ist alles okay. Wenn ihr sowas macht, geh mal bitte kurz. Braucht ihr immer einen Abwasch, wo was drin ist? Nie einen gemachten Abwasch, weil dann funktioniert das alles nicht. So, passt mal auf. Jetzt will ich mal vorlesen, geh mal weg. Hey, kann ja nicht mehr rauskommen, wenn du vorliest. Das nächste, was wir jetzt machen, ist der Pina Colada. Da brauchst du als erstes 50 ml Rum Weiß. Rum Weiß, ja? Ja, 50 ml. Heini. 20 Kokossirup. Das waren doch fast 20. Gut, dass ihr verbraucht halt auch die Sachen, ne? Ihr habt das dann hier rumstehen. Wer will schon Alkohol zu Hause rumstehen haben? Keiner, bitte. Wird uns nämlich auch nicht passieren. So, das nächste sind 50 Ananassaft. 120. Normalerweise soll man für den Cocktail Crush Eis nehmen, aber sagen wir so wie es ist. Haben wir nicht. Aber das schmeckt trotzdem. Aber ich hab hier, das hab ich euch gar nicht gezeigt. Das zeig ich euch jetzt. Wartet mal, du kannst mal hier die Sahne reinmachen. Und schmelle lieber. Wenn ihr kein Eis habt, crusht das Eis, dann könnt ihr euch hier so eine. Ich hab hier so Eiswürfelform. Und soll wisst das sein? Leute, das sind. Wow. Das sind kleine Pelikane. Ja, das ist doch mein Köpfchen. Ich bin mal wieder auf so viel Haare. Nee, bitte nicht, da sind jetzt Hundehaare dran. Das ist unsere Pina Colada. Schnuppert, ist der schnuppert gut. Aber, du kommst erst zum Schluss, ne? Kommt schon rein? Komm mal hier rein. Haben wir nur eben. Am Eis ist es wirklich, dass er das zwischendurch immer wieder in die Fröste reinmacht, sonst schwimmt. Das ist der Pina Colada. Den stellen wir mal zur Seite und dann wird er später noch getestet. Okay. Der nächste Cocktail. Sex on the Beach. Oh, das ist was Feines. Ja, ich muss auch sagen, der schmeckert. Ja, 50 Wodka. Das ist das Rezept. Du, das kennt doch jeder. Also wer das nicht hinkriegt, und wenn er es nicht hinkriegt, Cocktailschule Freiburg. Meldet euch. Das war zu viel. So, 20 Pfirsichlikör, den gibst du mal über. Das ist doch der Pfirsichsaft, Orange. Ja. Oh ja. Wie viel? Ach, alles. 20, ne? Ja, genau. Maracuja-Sirup brauchen wir jetzt. Ja, bitteschön. 20. Das schmeckt bestimmt ihr gut, Po. Ich wusste gar nicht, das ist so schön. Nein, bitte gieß es jetzt einfach rein. So, weiter geht's. Säfte. 4 cl Orangensaft. Schütteln! Das hat der Franz Josef Rauch mir aber nicht gesagt. Putsch. Entschuldigung. Das macht aber schon ein bisschen Spaß. Oh ja, oh, das zusammen in der Gemeinschaft. Cranberry-Saft, das war... Bitte schön, da brauchen wir auch nochmal Futsch. Kannst du das richtig? Das muss ich da hast du überhaupt nicht mehr auf die Zunge. Na klar. Was, wie viel? 40. Oh, ja. Krieg's nicht auf, ohne Scheiß. Mach das mal auf. Das ist ganz schön, so. Ganz schön spannend. Das war's. Ich schüttel mal, du bist so das Eis. Hast du denn Eis? Wir sollen das 15 Sekunden lang shaken. Wie gesagt, wir haben leider keinen Shaker. Das ist so ein kleiner Eisspiel.
Und wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt, Link in der Videobeschreibung mit einem Rabattcode für euch. Schaut einfach mal vorbei. Wo machen wir das jetzt rein? Ja, du hast gesagt, du besitzt Gläser. Also, wie viel ist das? Das vieler als vorher? Nee, vieler voll. Aber Leute, ihr seht, was Alkohol aus euch macht. Na, nicht Schlimmeres als ich schon mal. Was macht denn mal ein Eiswürfel? Ist das schon immer hin? Ui! Hübschi! Und weiter geht's. Leute, das nächste, was wir jetzt voll schmecken, ist der Long Island Iced Tea. Ein Klassiker in der Cocktailbar. Ach, das war Sex on the Beach? Das ist gar nicht Long Island. Letztes Mal, als wir mal Sex on the Beach hatten. In L.A. war das am besten. Das war schön. Wenn ihr dort mal seid, da findet ihr noch Spuren von uns. Der von dir also gekostet hat. So, was 20 Wodka. Ich denke, den haben wir nicht mehr. Haben wir doch nicht. So blöd. Was machen wir denn da stattdessen neu? Na, alles, was jetzt noch da ist. Hä? Aber warum denn das? Mach mal alles für den Wodka. Nein. Das muss man haben. Also nicht. Und Rum weiß auch, aber das reicht ja wirklich nicht, wenn man alles macht. Tequila, Gin. Ach, wirklich. Alles soll da rein, wirklich. Ja. Tequila und Gin. Gin. Ja, aber das ist ja auch merkwürdig. 20. Haben wir was falsch gemacht? Das ist ja alles 20. Ist da noch was drin? Nee. Ich glaube, das ist so ein Reste-Cocktail. Pass mal, hier kommen jetzt 40 von dem Kohlensirup rein. 25 bis 40, keine Ahnung. Das sind doch schon 40, oder nicht? Nee, 25 plus 40. Nee, abgemessene 40. Stimmt. 2 cl Zitronensaft. Also Leute, na, wenn ihr jetzt cool sein wollt, könnt ihr euch eine Zitrone auspressen. Wir haben extra noch eine gekauft, aber wisst ihr, wir haben nur sowas hier, deswegen. Damals hatten wir ja nichts, aber das hatte immer jeder. Nee, warte, das ja. Und deswegen... Wie viel sind wir neu? 20. Hä? Gar nicht. Na, 6 plus 66 waren drin. Spritziges Mineralwasser. So was hast du so nicht. Nee. Oh Leute, aber das war nicht dabei. Aber wisst ihr, was wir haben? Wasser aus dem Hahn. Das müssen wir jetzt auffüllen damit. Das ist Sex on the Beach. Wisst ihr? Mensch, das ist Long Island Ice Cream. Das wusste ich nicht. Ist das doch Sex on the Beach. Dafür nehmen wir mal ein anderes Glas. Ich kann mir vorstellen, mit dem Cola-Sirup, mit spritzigem Wasser schmeckt das bestimmt einfach. Das waren unsere Cocktails und die gehen wir jetzt mal probieren. Kommt mit! Hey, da sind wir wieder mit unseren Cocktails. Guckt euch. Okay, wow, das war ja spannend und Spaß hat's auch gemacht. Das stimmt. Nee, wollen wir mal kosten? Ich koste jetzt noch unser Swimmingpool. Der schmeckt gut. Na, definitiv. Also wir haben hier sogar so eine kleine Deko-Dinger gekriegt. Na, die müssten vielleicht eigentlich frisch sein, aber... Man kann nur getrocknetes Obst nehmen, Leute, wisst ihr? Du hältst doch länger, wenn er die Box bestellt und die kleine Mischung. Also der schmeckt wirklich gut. Muss ich ja jetzt mal sagen. Gut. Als nächstes... Den hier? Ja. Achso, machst du die dort raus, schüttel die jetzt hier noch? Okay. Das ist der Sex on the Beach. Oh, der sieht ganz toll aus. Zeig doch mal für unsere Freunde da draußen. Das... Also, guck dir mal. Wenn er Sex on the Beach hatte, sieht er dann so aus. Das bestimmt genauso aus, dann in der Höhe. Ja, eher so. Schmeckt, ne? Ja, also, das schmeckt. Oh ja. Ein bisschen wie Husten. Alter, trinkt man noch so einen Schluck? Das schmeckt wie Hustensaft, oder? Hm. Wenn so ein Bonbon schmilzt und du den Hund... Aber. Also schmecken gut. Wovor wir ein bisschen Angst haben, ist der. Oh ja, das ist doch Resteverwertung. Also Long Island Iced Tea, deswegen heißt er ja so. Also der andere hat mir besser geschmeckt, der grüne. Die Strohhalme wieder hier drüben, nein.
sieht den mal nicht aus. Komm, jetzt kommt das Beste bestimmt. Ist das da? Das ist der Pina Colada. Ich komme. Hallo. Er schmeckt ganz toll. Aber ich muss jetzt mal... Der schmeckt wirklich fein. Hast du schon mal Long Island Iced Tea getrunken? Nee, im Restaurant. Ich schon, da war kein Sprudelwasser drin. Jetzt haben wir es ohne genommen, deswegen ist es bestimmt richtig gut geworden. Naja, aber guck mal, ja, der, also das verstehen wir zum Beispiel nicht, vielleicht haben wir auch was falsch gemacht, aber ja, in den Long... Was? in den Long Island Iced Tea sollte eigentlich nochmal Wodka und Rum, glaube ich. Und das war aber alle, nachdem wir die drei gemacht haben. Und wir haben aber nur das genommen, was hier drin, was da drauf stand. Deswegen ist da jetzt kein Wodka und kein Rum drin. Deswegen schmeckt das bestimmt. Ich koste den jetzt mal. Mit dem Strohhalm? Nee, ich werde es so tun. Da will ich die nicht kontaminieren. Da bin ich jetzt aber gespannt. Soll ich dir mal sagen, wie es schmeckt? Wie denn? Also wenn du eine Cola öffnest und einen Deckel drauf machst. Ach so, eine abgestandene? Aber schön und Tonic, ja, Tequila schmeckt doch nicht. Oh, ui. Was ist denn das Weiße hier drin? Sabber. Hier. Ja, wie so eine abgestandene Cola, aber ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Da fehlt der Bumswill. Na, ist ja okay, Alkohol. Doch, wir haben das andere reingeschüttet, von der Menge war es dasselbe. Leute, das war unser Limente-Cocktail-Video. Das war mein Favorite hier. Wenn ihr das immer ausprobieren wollt, wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Rabattcode ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Macht wirklich Spaß, gerade wenn man heutzutage in die Restaurants kann. Aber man will ja einen Cocktail. Hier hat man einen Cocktail. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie früher, als die Restaurants. Oh, das war eine schöne Zeit. Willst du noch in unserem Stammrestaurant damals? Geh du. Grüß dich, Rosen. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Prost, Leute. Und bis zum nächsten Mal.